Deutschland, Deutschland, ich will eure Seite. Leute, willkommen zu einem neuen Fußballvideo. Anders als sonst stellen wir heute keine Tore nach, denn Deutschland hat keine geschossen. Also, wir stellen heute die Chancen aus dem Deutschland-Mexiko-Spiel nach und zeigen, dass wir vom Jögi hätten mitgenommen werden müssen. Jögi! Genau, wären wir dabei gewesen, wir hätten gewonnen. Wir hätten das Spiel so dermaßen gewonnen, weil wir jede Chance reingemacht hätten. Wir stellen nämlich drei Chancen nach von Deutschland und zeigen, dass wir es besser können als die Jungs. Genau. Und wenn wir alles treffen, dann ist es eigentlich eine indirekte Einladung für das Südkorea-Spiel, was dann noch ansteht. Genau. Ne? Und let's go! Oh Leute, wir kommen gerade aus der Zukunft und wir haben das unglaubliche Freistoß von Toni Kroos gesehen. Unglaublich, das war wirklich groß, aber es bleibt natürlich weiterhin spannend, denn jetzt geht es erst richtig los in der WM. Wirklich großartiges Tor, Freunde. In Ich komme aus der Zukunft, da trägt man das. Okay. In One Football seht ihr alle wichtigen und heißen Informationen zur WM und auch zu Deutschland. Ganz genau, auch die Insider-Informationen. Zum Beispiel finden wir hier auch, dass es eigentlich die Idee von Reus war, den Freistoß in der letzten Minute wirklich noch direkt zu schießen, und der Kroos hat das Ding dann großartig reingemacht, ne? Kann man so sagen. Natürlich seht ihr auch die ganzen WM-Übersichten, wie es in der Gruppe aussieht, ganz wo Deutschland genau steht, meine, wann die nächsten Spiele sind, alle wichtigen Statistiken natürlich. Gerade sind wir noch auf dem zweiten Platz, am Mittwoch ist dann das letzte Spiel. Da wird sich das ändern, Freunde. Gegen Heung-min Son. Ihr seht natürlich in One Football auch den aktuellen Kader und könnt dann auf die einzelnen Spieler auch klicken, um ihre Statistik zu sehen. Guck mal, hier sehe ich gerade Matthias Ginter, ist ja auch im Kader, ne? Wäre ja vielleicht mal eine Option, ne? Die WM ist ja gerade erst am Anfang. Ja. Ihr werdet noch sehen, das wird sich alles entwickeln, Leute. Und die deutsche Mannschaft, ich bin mir sicher. Die Statistiken werden sich noch füllen, Freunde. Und dann könnt ihr immer mal abchecken, wer hier wirklich der Matchwinner ist und der Spieler des Turniers. Link zum Download von One Football findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ist kostenlos, gönnt euch hier. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn wir als nächstes den unglaublichen Freischuss von Toni Kroos nachstellen sollen. Like da lassen wir echt großzügig, Freunde. Let's Kroos! Let's go. Wir gehen die Chancen chronologisch durch, und zwar die erste richtig gute Chance war vom Timo Werner. Das war ein geiles Ding, der hat den so mit Außenriss angenommen, mit 16er sich gedreht und mit links abgeschlossen. Bam. Der Torwart konnte ihn halten, aber wir machen es jetzt besser, Freunde. So, Freunde, jetzt für Deutschland, ihr wisst Bescheid, Timo Werner. Nö. Was? Ich mach das Ding mit links, Freunde, ne? So, Freunde, habt ihr schon mal so ein Retro-Argentinien-Trikot gesehen? Ich glaube, das ist original von Maradona, wo der Hand Gottes 1753 das Tor geschossen hat. Nein! Ochoa ist da. Ja, Backpfeife kommt. Freunde, das haben wir in letzter Zeit echt keine Freunde gemacht hier. Mhm. Ihr seid die einzigen, betet für mich. Bitte. Ich muss so ein bisschen aus Hüfte, weißt du? Jetzt hast du die Chance. Oh, ein Ehrenmann. Ehrenmann, aber nächstes komm, Mal. Keiner hat durchgezogen. Richtig jetzt, komm runter! Keiner hat durchgezogen, aber wir wissen ja auch, der Hazel wird noch den einen oder anderen Ball über den Zaun schießen. Maul! Und dann werden die von Mal zu Mal härter. So, Freunde, der Holzi meldet sich zum Dienst. Heute natürlich wieder im Kroatien-Trikot. Lars Modric ist auf jeden Fall wieder am Start. Boah. Schland, oh Schland. Okay, Freunde. Erster Durchgang war komplett gar nichts. Jögi hat uns zu Recht nicht mitgenommen, aber jetzt beweisen sie ihm doch nochmal das Gegenteil. Oh! Ehrenmann! Werner! So nicht anders, Freunde. Oh, schön anders. Geil! Ja, ich glaube, der Werner hätte den machen können, ne? Ja, also, das so sieht man an diesem Stelle. Ja. Ich mach alles aus der Luft, alles aus der Luft. Ein Vogel, ne? Wenn ich jetzt wieder Backpfeifen kassiere, dann bin ich patriotisch. Das ist Nominier mich. Besser, immer noch besser als Werner. Nein. Ja! Oh mein Gott! Sehr schön, der Messi. Timo Werner! Lars Modric! Letzter Werner-Durchgang, Freunde. Jetzt zeige ich noch, wie es gemacht wird. Wenn es reingeht, rasiere ich Glatze wie Caballero. Was? Er hat gesagt, wenn er jetzt reingeht, rasiert er Glatze wie Caballero. Okay, okay. Ansage. Mann, Ansage, ein Mann, ein Wort. Wurde das schon gesagt. Das heißt richtig mit Gillette.
Alles ruhig. Mission failed. We'll get him next time. Uiuiui, da sind echt immer Eier flattern. Schön. Oh, du Fuchs! Nope! Fast noch über Zaun. Freunde, weißt du schon, war ein dritten auch noch aus der Luft. Never give up. Best never rest. Oh, 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 oh. Timo Werner! Entweder komplett über den Zaun. Oder gehen die Dinger schön rein, ey. Bei Humle gibt's keine halben Sachen. Humle! Oh, Chancenverwertung. Ist da. Jeder hat getroffen. Leider, ja. Also, wir sollten für Deutschland spielen. Und jetzt direkt die zweite Chance. Und die war von Kimmich für mich das Highlight des Spiels. Lustigster Loco-Verrückzieher. Das ist das Gute. Ja, ich muss gar nichts an meiner Technik ändern. Das Ding ist, der kam halt echt gefährlich. Der hat ein bisschen zu viel Cristiano gesehen, ein bisschen Bale gesehen, ein bisschen Brotatos gesehen. Hat gedacht, probiert er einfach. Okay. Aber wir machen den Verrückzieher jetzt rein. Jeder wieder drei Versuche. 1:1, Kimmich-Kopie. Auch ohne Tor. Oh! Für die Kimme, Leute. Let's go. Joshua! Viel zu gut von der Technik. Okay, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wer den gleichen Bartwuchs wie Kimmich hat. Ah! Oh! Wisst ihr, was dieser Junge vorher zu mir gesagt hat? Er sagt vorher, wenn du ihn reinmachst, darfst du mir Backpfeife geben. Das war eigentlich zwischen uns privat. Ja, ja. Aber wir können das ja trotzdem auf Kamera zeigen, oder? Okay. Ja, wieder eine, die ich verloren habe. Oh mein Gott! Nein, mein Zahn, Alter! Kannst du einen Schmachen? Da kann man ja auch sagen, dass ich an Kimmichs Stelle hätte spielen müssen, ne? Lars Modric hätte das Ding einfach mal reingemacht. Du hättest Außenverteidiger und Mittelstürmer sein müssen. Ja. Alter. Oh mein Gott! Ah! Ah! Humle, was ist mit dir? Hear that chorus of the crowd screaming! Alagi! Rüber! Werner! Kimmich! Echt, Ochoa. Oh mein Gott. Wie still macht der Ball, ey. Das war's hier aber wirklich komplett. Letzter Kimmich-Fallrückzieher von mir, Freunde. Ich mach mein Land stolz. Nope. Malasso! Wie Freunde, jetzt gibt's noch mal ein schönes Fallrückzieher-Tor. Schaut einfach zu. Oh mein Gott! Unter Kante rein, Freunde. Lasst mich einfach als Rechtsaußenverteidiger spielen. Ich hau die Leute da weg auf der Außenbahn und ich mach auch die Fallrückzieher. Joshua, wie wär's mal mit dem Battle? 1 gegen 1, hä? Okay. Ganz schnell jetzt das letzte Tor. Eine brandgefährliche Situation. Julian Brandt wurde eingewechselt und ungefähr eine Minute später haut er da einen Traumvolley raus. Ein paar Zentimeter am Tor vorbei. Wir machen den jetzt rein, Freunde. Links oben. Hazel fängt an. Und let's go! Boom! 4. Backpfeife. Ich glaube, das ist der Highscore, oder? 7 Schüsse, 4 Backpfeifen. Ja. Ja, ich mache Nippeltuss, ja. Jetzt wird's lit. Man nennt ihn auch Julian Lit. Tor für Deutschland. Wow, was für ein Karius. Egal, Tor ist Tor. Gleich geht der rein, Freunde. Habt ihr schon gesehen? Die Richtung ist schon da. Ein bisschen weiter runterziehen, dann ist er bam. Stopp, ein Stopp. Junge. Hat die beste Quote aller Zeiten. 5 von 8. Das kann nicht dein Ernst sein, Junge. Risiko, Alter. Anders heute. Es wird auch gerade brandheiß, Freunde. Die Sonne kommt raus. Und jetzt machen wir einfach das zweite Tor. Nope. Ja.
hier als der von Brand. Hey. Egal, der dritte, Freunde, der dritte Sitz. Und jetzt könnt ihr euch erstmal nochmal den sechsten Ball über den Zaun angucken. Und unserem Ehrenmann Marokko. Letzte Woche noch ins eigene Tor geköpft. Und jetzt bitte den sechsten Ball über den Zaun. Bevor ich weiß, woran das liegt, ich musste kurz meine Taktik abändern und... Hey, Mann! Du musst jetzt einfach voll Risiko. Du drückst den extra so immer voll Risiko, Idiot. Versuch den mal so zu werfen. Okay, ich mach genau so. Ja, bitte. Schönes Tor. Das war das hässlichste Tor aller Zeiten. War nicht brandgefährlich, war eher Marokko gefährlich. Deswegen sind auch beide Teams raus. Boah, der macht Ansage, dass Deutschland raus ist. Bye, have a great time. Da gehe ich aber noch kein Alkohol holen. Boah. Donut! Ich hab echt noch nie so viele in einem Video. Aber die meisten hat tatsächlich Hazel verursacht. Welche Seite willst du? Oh. So, ja, guck mal, ne? Der hat mir schon so 6 gegeben. Bruh. Ich dachte, jetzt zieht er so richtig durch. Ja, was soll man dazu sagen, Freunde? Und Julian Brandt meldet sich zum Dienst. Ja! Ich hab den Ball nämlich gesagt, geh mal zauern! Ja, ich hab ein bisschen falsch erwischt, Freunde. Du hast mit Ball gesprochen, ich hab mit Lukas gesprochen, der soll hochwerfen. Superman Punch! Zieh durch! Also noch ich. Ich würde sagen, ich bin brandgefährlich, Freunde. Ja, also ich finde, du solltest für Julian Brandt spielen. Ich nehme die Position von Kimmich. Du von Bankwärmer und du bist der Werner. Winne. Freunde, danke fürs Zuschauen. Danke an OneFootball. Link ist in der Beschreibung. Ladet sie euch runter, die App. Und viel Spaß noch bei Von den beiden Jacks sind natürlich auch die Links in der Beschreibung. Genau, kann ja ganz links. Oben. Checkt ganz, ganz wird, unten. Wird Deutschland noch Weltmeister? Wird Deutschland Weltmeister? Das Ding ist, wir wissen nicht, wie die gegen Schweden gespielt haben. Doch, die haben noch 2-0 gespielt. Angeblich. Bis zum nächsten Video. Peace out. Aber diese Müller. Ich glaube tatsächlich, Kroatien wird Weltmeister. Die spielen sehr gut. Und ich glaube, Müller ist der Knüller.